willkommen hier bei uns am Kanal. Der Daniel und ich haben heute was ganz Spezielles vor. Und zwar ist heute ein Paket von Amazon Prime für uns beide gekommen. Und da ist unser neues Projekt drin. Ja, das ist ja kurz auch schon mal ein Update angekündigt. Ja. Und ich weiß, nee, ich kann noch gar nicht sagen, ob wirklich die Sachen erraten wurden, aber ich glaube nicht, dass es dabei war. Aber es wird spannend, jetzt kommt das so an und das ist dann ein Projekt, das wir jetzt zukünftig angehen wollen und im Kanal und euch nochmal zusätzlichen Content geben wollen. Und richtig, damit es nicht immer das Gleiche ist. Genau. Wir sind zu dem, das ist ja gar nicht schon so viel hier, wir sind natürlich dem treu geblieben, dass wir gesagt haben, es handelt sich im mittelalterlichen Bereich, ja. Und ja, dann jetzt kannst du es sein. Wie alt du bist. Jetzt bist du nervös. Boah, das ist schwer. Ist das schwer. So. Wir werden Zombicide Black Plague spielen. Das ist kein Tabletop-Spiel, sondern ein Miniaturenspiel. Und das Geile ist, die Spielmechanik ist sehr einfach. Und demzufolge haben wir unsere Mädels überredet, dass sie mitspielen wollen. Das heißt, ihr werdet die zwei Cheerleader live am Kanal erleben. Und jetzt packen wir das einfach mal gemeinsam mit euch aus. Ich habe das Regelbuch schon gelesen, das kann man sich online kostenlos runterladen. Und wir werden da einfach mal uns das hier angucken. Jetzt nochmal ganz klar zu sagen, nicht, dass wir schon wieder 1000 Daumen runterkommen. Wir werden natürlich weiterhin der Regel spielen. Das ist einfach nur so eine Sache, die wir nebenbei machen wollten, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Genau, wir machen ja auch immer den Kanal aus Spaß. Und das würde auch Spaß machen, das haben wir uns angeguckt. Und gesagt, komm, dann können wir euch doch direkt mal das auch zeigen, mal näher bringen, das Spiel. Und da die Mädels auch Bock drauf haben, können wir das direkt auch mal nachmachen. Genau. Endlich mal machen die zwei Cheerleader auch mit. Ja, das ist das Regelbuch. Ich habe es schon gelesen. Also relativ schweres Paket, ja? Ja. Also dieses Black Plague, habe ich verstanden, das ist schon relativ neu. Ja. Dieses es ist halt das Originalspiel, sag ich mal, mit den Regeln. Aber im Mittelalter-Stil halt umgesetzt. Dann haben wir hier so ein riesengroßes Paket. Ich fange mal mit dem an. Und ganz, ganz viel. Also was ich ja ganz cool finde, ist schon, man kriegt hier direkt ein Gefühl, was hier an Miniaturen drin sind. Hinten am Karton könnt ihr es sehen, ich weiß es nicht. Da sind hier die Miniaturen abgebildet, die es gibt. Ich denke mal, hier oben sind die braunen Elemente, sind die Helden. Und hier unten sind die Zombies, ja. Es gibt so verschiedene Zombies, ich kriege das so gesehen. Ja, die gucken wir uns doch gleich an, ich will hier nicht spoilern. Ja, ich spoilere nicht, ich gucke mir doch jetzt schon an. Aha, guck mal. Das Spielfeld hier. Ja, da hat der Uli schon was ausgepackt. Das sind so Karten, kann man das sehen? So Heldenkarten? Heldenkarten, da stehen deren Fähigkeiten drauf. Okay. Was steht da zum Beispiel? Guck mal, das sind die Fähigkeiten. Das ist so eine. Ich weiß nicht, das ist halt so eine dolchtragende Nonne. Nonne. Das ist eine Nonne. Die rumschreit. Das ist die genau. Die hat zum Beispiel Blutrausch, Nahkampf. Ja, also da sind so ein paar Sachen einfach drin, die sie erhält. Ich habe das, glaube ich, mal in den Regeln gelesen, dass man dann, je höher man Stufe erhält, dann was zu bekommen. Korrekt. Ja, also wenn man dann höhere Stufe hat, hat man zum Beispiel eine Magieaktion zusätzlich oder sowas. Genau. So, jetzt haben wir hier einen ganzen Haufen. Da steht hier alles auf diesen Karten drauf. Ganzen Haufen Blättchen, die müssen wir alle nachher dann ausdrücken. Genau, das ist fürs Spielfeld. Genau, oder? Richtig. Ja. Da gibt es zwei von. Ja, okay. Diese einzelnen Räume und so, ja, Schatztruhen. Nee, das sind nicht die Räume, das sind die Räume hier. Daniel, aufpassen. Das sind die Räume hier. Das sind noch so zusätzliche Informationen. Okay. Verfällt. Achso, das mit den Klingeln, genau, das habe ich auch das haben wir in Regeln gelesen. Ist das dann irgendwie so, dass man entweder lautlos oder mit, oder nicht lautlos, sozusagen die Tür öffnen kann? Und wenn man zu viel Lärm macht, dann kommen die Zombies dahin. Und hören das dann. Okay. Und deswegen wird das mit diesen Symbolen, mit diesen Glocken dargestellt. Ja. Cool. Was sind das für 1000 Karten? Also Ausrüstungsgegenstände. Ja, also Äxte, Rüstung und Hammer. Armbrust. Und so Tränke sehe ich auch oder so, so Zaubersprüche oder sowas. Krass. Kutschwert, ja. Schwert, Fackel. Kann man das hier auspacken aus dem Spielfeld? Das ist ein ganzer Haufen Zeug. Das für euch. Was sind denn so? So. Also ganz schön viel drin. Aber man sieht schon, dass das Coole an dem Spiel ist einfach, das ist auch schon alles dabei. Ja? Man muss jetzt nichts mehr zusätzlich kaufen. Man kann zusätzlich kaufen, das ist natürlich, ich meine, Unternehmen wie alles andere auch, die wissen, wie man Geld macht. Und da kann man zusätzliche Figuren kaufen, haben wir schon gesehen, wenn man zum Beispiel andere Helden spielen möchte oder andere Zombies, wenn man so hat. Es gibt aber schon ein erstes Erweiterungspack richtiges, ne? Ja, genau. Was das Spiel nochmal um einiges interessanter macht. Und das haben wir auch schon überlegt, uns anzuschaffen, aber erstmal machen wir jetzt mal das normale Spiel und einfach gucken, wie das ankommt. Und wie wir einfach Spaß daran haben. Ah, okay, jetzt sind wir schon hier. Das ist das Spielfeld. Und das setzt sich zusammen mit einzelnen Karten.
Man hat hier also keine einzelne Karte. Ich sehe schon mal hier auch, glaube ich, zwei Welten, oder? Kann das richtig sein? Ja, beide Seiten spielen. Und die eine Welt fällt mir schon deutlich besser. Guck mal die Säulen an. Das ist doch cool mit der Schattenwurf. Aber das ist schon cool gemacht. Also. Interessant. Also, das ist nicht sehr interessant als Spiel hier. Das kommt so irgendwie drauf, wenn ich recht habe. Hat man so ein Ausrüstungsgegenstand, ja? Ja, genau. Also, das ist schon cool. Und dann hier so die Schalt. Dann kann man hier so die Häuser zusammenbauen. Aber ich glaube, die sind schon festgebaut, ne? Wie das fest ist. Hier stehen wir hier 2R und 1R. Und das sind die Erfahrungspunkte hier drunter. Die kann man da auch sehen, da kann man das so rechts und links schieben. Genau, so gehört das dann zusammen. Wenn ihr das jetzt sehen könnt. Ah, okay, wir sehen das. Ja. Ja, was haben wir noch da dabei? Was ist das hier? Erfahrungspunkte, ja? Ja. Okay. Wodurch kriegt man noch Erfahrungspunkte? Hast du schon gelesen? Hm? Wodurch kriegt man noch Zombies töten. Zombies töten ist genau. Genau, das sind Invasionen, ne? So ist es gestanden, umso höheres Level man selbst ist, umso höhere Invasionen kommen, auch mit mehr Zombies, mit stärkeren Zombies und so weiter. Und. Oh, ah, so, da kann man das schreiben. Natürlich auch auf unser typisches Tinkercraft-Equipment auch Würfel. Ja, wir werden unsere eigenen Würfel. W6 Würfel, aber natürlich unsere eigenen Würfel. Hier haben wir noch Plättchen, glaube ich, für die Spielfiguren. Ah, jetzt kommen die geilen Sachen. Das sind die Spielfiguren. Jetzt kommen die Olli interessiert hier. Fett. Ja. Können wir das mal dann nah? Ja, komm, zeig mal richtig nah. Oder ich kann mal die Kamera. Ja, genau. Die Kamera mal richtig mal zeigen. So, alles, was wir hier so bieten können. So. Ach, da gibt es mehrere. Das sind mehrere Spielkarten hier. Siehst du? Ja. Jetzt zeig mal die Figuren. Jetzt bin ich hier schon dran. Also, ist zum Beispiel ein Held. Fokussierte? Ja. Ziemlich gut gemacht. Ja. Also für so ein Spiel auf jeden Fall. Ja. Also schon recht guter Guss. Das ist jetzt nicht so wie bei Tabletop von der Qualität her, aber schon echt gut. Für... Ist dabei. Ja. Da hast du die Zombies, die sind auch ziemlich geil. Vielleicht kann man noch den Preis dazu sagen. Also das Standardspielausführung kostet jetzt so... 91 Euro. 91 Euro, genau. Ja. Also dann ist man schon direkt alles dabei und kann direkt loslegen, ne? Ja. Also das ist schon... Zu einem Tabletop-Spiel ist das echt günstig. Ja, das stimmt wohl. Aber dann kriegt man nicht mal noch das Regelbuch für. Einen ganzen Haufen, zeig mal, wie viele Zombies da gibt, ey. Der in der Platte hier. Ja, jetzt muss natürlich auch das ganze Spielfeld zu voll sein und uns angreifen sollen. Also ich bin da gespannt. Ey, das ist so ein Fetter, ey. Guck mal den an. Ja. Das Interessante an dem Spiel ist halt, man spielt nicht gegeneinander als Spieler, sondern zusammen. Gegen die Spielmechanik, ja, man genau. Spielt gegen die Spielmechanik. Und das halt als Team zusammen. Und ich glaube, das ist dann sehr, sehr lustig, wenn man zu viert dann da versucht, die Zombies zum töten, aufzuhalten, sozusagen die Welt zu übernehmen. Das ist schon ganz cool. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ersten Eindruck bekommen über das Spiel. Ja, also ihr seht, ich bin total abgelenkt und laber wenig. Yeah. Das ist sehr ungewohnt für mich. Ja. Für wie viele Spieler ist das? Das Spiel ist für 6 Personen. Ich glaub, 6, ne? Genau, jeder übernimmt einen der Helden. Man gibt aber auch Figuren zum Nachkaufen noch. Und, aber wir werden jetzt mal die hier machen. Ich habe beschlossen, ich werde die anmalen, weil ich glaube, es ist einfach cooler, wenn wir die anmalen. So kann man das nicht stehen lassen. Ja, du malst ja auch nicht, oder? Daniel. Ja. So kann das nicht sein, der Olli muss ja was zu tun haben. Ja, also ein großes Ziel jetzt für die nächste Zeit, das anzumalen, damit wir zeitnah damit starten können, damit wir für euch spielen können. Oh. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie das wird. Ich fand das ganz cool. Ich habe da schon ein paar Videos zugesehen, ein paar Anleitungen habe ich da. Genau, sind nämlich die Ersten, die das spielen. Ja. Und ich hoffe, das gefällt euch auch, das da mal zu gucken. Wir werden Spaß dran haben, denke ich, und dann zeigen, wie cool das Spiel das sein kann. Ja, das ist gar nicht schlecht. Also, das gefällt mir so. Ja. Also, so ein Schaman oder Zauberer oder was das hier ist. Ja, genau, mir gefällt es gar nicht. Die haben ihn bestützt. Und hier der Boss wahrscheinlich. Ja, das ist ein Oberboss, genau. Muskelprotz. Perfekt. Ja. Es ist halt vom Stil auch anders zu bemalen. Ich bin sehr gespannt, wie ich damit zurechtkomme. Ja. Ja. Gut. Ja, wir werden auf jeden Fall euch am Laufenden halten. Wahrscheinlich mal so zwischen zu dem, was wir jetzt vorhaben. Genau. Und wenn es euch gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, sagt euren Kumpels Bescheid, die vielleicht schon mal das Spiel gespielt haben. Jetzt können sie auch bei uns gucken, wie wir das spielen. Genau. Und ja, dann seid gespannt auf die ersten Folgen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.